Unser Hausarzt hatte so Boosterimpfungen noch über und deswegen hat er uns das angeboten, dann machen wir das jetzt alle. Ja, wenn man sich gegen Masern zwangsimpfen lassen muss, warum nicht auch gegen Corona? Durch Corona wurde in der Zeitung wurde gezeigt, halbseitig gelähmte Geschichten. Aber also ich lasse mich ja impfen wegen den Menschen, die wirklich davon betroffen sind. Also in dritte Weltländer, die keinen Zugang haben zu Sauerstoff, die, wenn die erkranken, die vor den Krankenhäusern verrecken, muss man ja leider so sagen. Wenn wir gar nichts machen, dann explodieren diese Zahlen. Und ich bin kein Mediziner, ich muss es also nehmen, wie es ist. Die Intensivbetten sind wohl am Anschlag, geht nichts mehr. Es wird immer vergessen zu sagen, dass voriges Jahr die noch abgebaut wurden. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Heute aus der Hamburger Innenstadt. Wir befinden uns aktuell auf dem Platz vor dem Rathaus und direkt hinter mir sieht man den Zaun. Ja, so ähnlich muss man sich wahrscheinlich auch gefühlt haben, wenn man früher an der Mauer gestanden hat. Der Zaun soll dieses Jahr auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt die Ungeimpften von den Geimpften trennen. Und zwar dürfen hier die Ungeimpften keine Bratwurst essen, keinen Glühwein trinken und keinen Klönschnack halten. Die werden ganz klar ausgegrenzt und wir sind hierher gekommen, um die Hamburger zu befragen, was sie davon halten. Also, auf geht's! Dieses Jahr findet wieder der Hamburger Weihnachtsmarkt statt, allerdings hinter diesem Zaun im Gastrobereich nur für die Geimpften. Was halten Sie davon? Ja, es ist sehr schwierig, dass die Bevölkerung da getrennt wird. Für die Politiker als auch für, ja, wenn ich meinen Kumpel mitnehmen will und der hat keine Lust, sich zu impfen. Aber es sind Dinge, die einfach wohl im Moment gemacht werden müssen. Es ist im Grunde schrecklich für alle Seiten. Ich möchte kein Politiker sein, diesen Mist zu entscheiden. Corona treibt hoch und runter und sind Beschlüsse gefasst, die sind dann am nächsten Tag schon wieder hinfällig, weil die Inzidenzen steigen. Also es ist nicht schön insgesamt. Also vielleicht ist es nötig. Man sieht ja in Österreich oder in anderen Ländern, wo dann eine Trennung ist oder wo die Leute gar nicht mehr raus dürfen, wie wir das ja auch erlebt haben, die dann einfach. Die Ungeimpften müssen jetzt in Österreich zu Hause bleiben. Genau, ja, die dürfen nur noch Lebensmittel einkaufen und haben den Zustand, wie wir das ja auch hatten vor einer gewissen Zeit. Und das scheinen ja wissenschaftlich erforschte Dinge zu sein, die auch greifen. Sonst wird man das ja nicht machen. Was halten Sie davon? Wir machen hier 2G-Regel. Wir haben jetzt hier einen Gastrobereich und dann den normalen Händlerbereich. Da kommen die Leute ganz normal und zu uns kommen die nur nach Kontrolle. Und das wird hier vorne gemacht. Also nur die Geimpften dürfen hier in den Gastrobereich? Genesen, ja. Okay. Bis jetzt, also im Moment wird gerade noch getagt. Vielleicht wird es noch strenger, keine Ahnung. Was würde das dann bedeuten? Nur noch Geboosterte? Ja, es kann auch bedeuten, dass wir am Montag wieder abbauen. Oh, wirklich? Ich komme aus München und da ist heute beschlossen worden vom Oberbürgermeister Reiter, ist ja auch SPD wie hier, Christkindlmarkt zu, wurde heute beschlossen. Die haben schon alle aufgebaut seit Wochen und können jetzt alle nach Hause. Ach du liebe Zeit. Und was ist Ihre persönliche Meinung dazu? Die sage ich lieber nicht. Bald. Die möchte ich aber gerne wissen. Nein, nein. Ich finde es nicht gut. Wir sind halt selbstständig und mit uns wird halt jetzt im Moment so verfahren, als immer im letzten Moment. Wir haben keine Perspektive. Wenn man das weiß, Wochen vorher, dann kann man sich nachrichten. Ich habe jetzt Ware gekauft, ich mache den Bratwurststand hier. Ja, und wenn jetzt, sagen wir mal, wir dürfen am Montag nicht aufmachen, dann bleibe ich erstmal drauf sitzen. Was machen Sie da mit Ihrer Wurst? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Selber essen nicht, das schaffe ich nicht. Mal gucken. Ich muss halt mit dem Händler dann verhandeln, ob der die zurücknimmt. Das wird nicht gehen, also wird vernichtet. Ach du liebe Zeit. Was hältst du davon? Finde ich okay. Also man muss ja letztendlich die Ungeimpften auch schützen in einer gewissen Weise. Also von daher finde ich es okay. Man muss die Ungeimpften auch was? Schützen. Ah, okay. Ja. Ab, dass sie ja so oder so eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, das Virus zu bekommen. Die müssen ja wahrscheinlich auch einen Test ablegen. Das ist ja 3G, denke ich mal, ne? Für die. Nee, die Ungeimpften dürfen gar nicht rein. Okay, nee, dann finde ich es noch besser. Und meine Frage ist, was haltet ihr davon? Tja,
jetzt kommt's. Ja, weiß nicht. Also das ist nur komplett 2G ist das hier. Also hier hinter dem Zaun darf man dann nur Glühwein trinken, eine Bratwurst essen und eine gemütliche Stunde haben, wenn man geimpft war. Ja, okay. Gibt es noch einen anderen Teil für die, die halt nur getestet sind? Oder? Nee, es gibt da hinten noch normale Stände, wo man Sachen kaufen kann. Ich weiß nicht, irgendwie gebrannte Mandeln oder irgendwie eine Engelchenkapelle. Aber da, wo der Glühwein ist und die Bratwürste und so weiter, quasi die Gastronomie, da ist nur 2G. Hm. Also... Ich finde cool, dass so viel darüber gesprochen wird und dass man so sich Meinungen so dazu holt. Aber also wir sind auch geimpft und sind dafür, dass wir das eindämmen, indem wir uns impfen lassen. Aber hinsichtlich gesundheitlicher Einschätzung sollten wir das, glaube ich, den Experten überlassen. Also da ich bin dafür, dass man sich impfen lässt und dass man sich damit schützt, aber ob ich das zu beurteilen habe, was jetzt das Beste ist und was nicht so gut ist, wie auch immer, das sollten Wissenschaftler tun. Greift die Impfung. Uns wurde gesagt, wenn wir uns impfen lassen, dann sind wir wieder zurück in der Normalität. Das ist ein kleiner Peaks und dann können wir endlich wieder unser normales Leben bestreiten. Sehen Sie das so? Nein, nein. Das Virus wird uns ja nie verlassen, so wie auch die Pockenimpfung damals. Es wird einfach weitergehen und... Wir sehen ja schon die Plusimpfung. Nach 3 Monaten müsste man im Grunde schon. Wir haben gar nicht mehr genug Impfstoff. Darum sagt man, ach, nach einem halben Jahr gibt's die Auffrischungsimpfung. Das zeigt doch, dass oder Leute, selbst ein Innenminister wird angesteckt, obwohl er 2 Impfungen... Und den Booster hat. Sie sind gut informiert, ich staune. Plus Booster hat, eben. Wie kann das sein? Das kann sein, weil die unterschiedlich greift bei verschiedenen Körpern, bei verschiedenen Immunsystemen. Der eine hat ein besseres Immunsystem, das nimmt das besser auf, das checkt das gleich und bei anderen ist es nur oberflächlich. Und das muss eben alles mit bei diesen Besprechungen und diesen Entscheidungen mit berücksichtigt werden. Wären Sie denn dafür, dass nur die geboosterten Leute auf den Weihnachtsmarkt dürften? Oder wären Sie für 3G? Oder was wäre, wenn Sie das selber entscheiden könnten, was wäre dann Ihre Entscheidung? Dank der Dinge jetzt ist 2G, geimpft oder genesen. Also das ist eine ganz interessante Sichtweise. So habe ich das noch gar nicht gesehen, dass die Ungeimpften quasi geschützt werden, dadurch, dass sie nicht da rein dürfen. Also die Ungeimpften dürfen ja im Zweifel nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. So, müssen im Zweifel zu Hause bleiben. Gut, dann treffen sie sich vielleicht mit anderen, weiß man nicht. Aber jedenfalls hier auf der Straße dürfen sie nicht sein und können dann nicht dazu beitragen, dass das Virus irgendwie weitergetragen wird. Okay, also geht es ja auch schon auch um die Weiterverbreitung, nicht nur um den Schutz der Ungeimpften. Jetzt habe ich aber gehört, dass man eigentlich nach ein paar wenigen Wochen bis Monaten schon eigentlich auch selber als Geimpfter nicht mehr so richtig geschützt ist. Müsste es dann nicht eigentlich heißen, dass auf den Hamburger Weihnachtsmarkt nur noch die Geimpften und Geboosterten gehen dürfen und alle anderen müssen zu Hause bleiben? Naja, vielleicht 2G plus, also einen aktuellen Corona-Test und 2 Impfungen, ganz klar. Also Boostern, ja, sicher, aber wo ist das Impfzentrum? Wo wollen sie sich boostern lassen? Also. Aber wenn du sagst 2G plus, also auch noch den aktuellen Corona-Test, wo ist dann der Unterschied zwischen einem Ungeimpften, der getestet ist und einfach einen negativen Test hat? Wo ist der dann? Na, zum einen sind ja die Antigen-Schnelltests nicht genau. Ne? Also du hast ja immer einen Fehler. Aber genau genug für die Geimpften. Ja, aber die sind ja dann wenigstens geimpft und haben dann eine geringe Wahrscheinlichkeit, das Virus zu verbreiten. Als die Nicht-Geimpften, die vielleicht negativ getestet wurden, aber trotzdem das Virus in sich tragen. Vielleicht auch eine höhere Viruslast. Ja, ich habe gehört, dass die Experten sagen, dass man schon mittlerweile nach 2 bis 3 Monaten gar nicht mehr richtig geschützt ist und dass man sich eigentlich dann schon boostern lassen muss, um den Schutz weiter aufrechtzuerhalten. Was hältst du davon? Tragungsschutz, der geht sowieso flöten nach 2 Monaten und wahrscheinlich... Wenn man jetzt boostert, dann wird der erstmal wieder da sein für eine Zeit. Das ist das IgA, das kommt dann nochmal wieder hoch. Das bleibt aber auch nicht ewig. Das wird wahrscheinlich nach 2, 3 Monaten wieder weggegangen sein. Dann ist wieder kein Übertragungsschutz da. Ja, wenn das die Experten sagen, dann
Dann müsste ja der Weihnachtsmarkt eigentlich nur für die Geboosterten geöffnet sein, oder? Die Getesteten und die Geboosterten. Am besten wäre eigentlich, wenn, ja, man sich immer, testet. Also wenn man sich, wenn wir uns jeden Tag testen lassen würden. Oder wenn Bro, so man hört mich nicht. Halt die Klappe, Mona! Ah, das sind eure? Ja! Die meinen mich! Okay, also. Eifersüchtig. Ja. Wenn es so ein Schnelltestzentrum quasi vor dem Weihnachtsmarkt geben würde, das wäre vielleicht gut. Und wärst du dann dafür, dass auch die Ungeimpften, Getesteten auf den Weihnachtsmarkt gehen dürften? Weil wo ist der Unterschied zwischen einem getesteten Geimpften, der einfach negativ ist, und einem getesteten Ungeimpften? Ja, wenn die sich anstecken würden, die Getesteten, die nicht geimpft sind, dann haben die natürlich einen schweren Verlauf, so das ist halt das Einzige dann. Ne? Okay. Aber wäre das dann nicht eigentlich deren eigene Verantwortung, wenn sie ja nun mal das Impfangebot nicht wahrgenommen haben und dann selber die Verantwortung tragen, dass sie auf den Weihnachtsmarkt gehen, mit dem Risiko, sich anzustecken und auch mit dem Risiko, einen schweren Verlauf zu haben? Nee, weil die müssen ja auch ins Krankenhaus dann und nehmen dann ja auch anderen Leuten die Plätze da weg. Müsste dann der Weihnachtsmarkt nicht eigentlich nur für die Geboosterten geöffnet sein? Auch das ist eine Frage, die sehr radikal in die persönlichen Rechte eingreift. Naja, aber wenn normalerweise jetzt, die Regel jetzt ist, dass die Ungeimpften draußen bleiben, greift ja auch in die Persönlichkeitsrechte ein. Natürlich. Und bei den Geboosterten wird, die Frage ist eben, wie eng wollen wir das? Wie viel Strenge wollen wir? Wie viel sind wir auch bereit zu opfern? Wir tun die Pflegekräfte leid, die hauen die alle ab. Da sind kaum noch Leute, die Pflege übernehmen. Ja, diese Intensivbetten. Nachbarn haben eine Krankenschwester in München. Die sagen, die hauen ab, die brechen zusammen. Und da müssen wir Rücksicht nehmen. Und da müssen wir sagen, okay, dann geht eben nur wirklich, wer geimpft und geboostert ist, auf den Markt. Ich spreche dauernd mit Freunden in Werder, ich sage ihr, lasst euch doch endlich impfen. Nein, wir wollen mal abwarten, mal gucken. Und eine Freundin hat gesagt, dies und das. Ich sage, ihr müsst euch jetzt impfen. Das geht immer schlimmer weiter. Aber Drosten sagt doch, dass die Impfung gar nicht für Delta gemacht wurde. Also sind die Leute doch eigentlich immer noch genauso im Risiko wie die Ungeimpften, oder? Da kann ich nichts zu sagen, bin ich kein Experte. Da sagt ja jeder was anderes. Ne? Also wir müssen mit den Ergebnissen leben und eben glauben, was die Experten sagen. Ja, weil zuerst hieß es, glaube ich, muss sich einfach impfen lassen, danach ist man geschützt. Dann hieß es, nee, die Impfung hilft nur noch 9 Monate, dann waren 6 Monate, jetzt kam raus, nach 2 bis 3 Monaten lässt die Wirkung schon nach. Da frage ich mich, macht das überhaupt Sinn, dass man hier die Ungeimpften aussperrt? Muss man nicht eigentlich auch die Geimpften aussperren und nur noch die Geboosterten reinlassen? Ja, müssen wir es so machen, wie jetzt in München eben zumachen. Ja, oder für alle zumachen. Alle müssen zu Hause bleiben und alle nochmal in Lockdown. So ist es, ja. Würden Sie das befürworten, nochmal in Lockdown? Lockdown nicht unbedingt. Also irgendwann muss das Leben ja auch normal weitergehen. Normal wahrscheinlich nicht mehr. Aber alles einstellen jetzt, frage ich mich, ob das richtig ist. Wir haben große Grippewellen gehabt, da wurde gar nichts unternommen. Aber heute früh mache ich um 7 Uhr Frühstücksfernsehen an, dann sieht man gleich eine Intensivstation, dass einem also schon Appetit zum Frühstück vergeht. Und so geht es von morgens bis abends. Also. Wirkt das bei Ihnen? Ja. Propaganda im Fernsehen? Ja, natürlich. Ja? Ja, wenn ich früh schon so eine... Ich kann ja nicht dagegen. Da bleibt Ihnen wahrscheinlich schon das Brötchen im Halse stecken, ne, wenn Sie das als erstes sehen. Und ich bin kein Mediziner, ich muss es also nehmen, wie es ist. Die Intensivbetten sind wohl am Anschlag, geht nichts mehr. Es wird immer vergessen zu sagen, dass voriges Jahr die noch abgebaut wurden. Also wenn von 100 nur 50 übrig bleiben, sind die natürlich schnell ausgelastet. Sie sind aber informiert. Ich bin überrascht. Muss ich ja. Ich hatte voriges Jahr, wie der erste Lockdown kam, da ging es ja hier auch um den Weihnachtsmarkt. Ich bin seit 15 Jahren hier. Also seit 15 Jahren jeden November, Dezember in Hamburg. Ist eigentlich schon meine zweite Heimat. Da habe ich mir von einem Hygieneinstitut zertifiziert ein Konzept machen lassen für diese kleine Bratwurstbude. 26 Seiten. Da hieß es dann, ja, wenn das alles ist, dann geht's. Ja, und wie es soweit war, ging gar nichts. Da haben Sie ja wahrscheinlich in die Hände geklatscht. Ja, allerdings. Ja gut, da kommt nicht drum rum, wir müssen halt mit leben. Das ist halt. Also letztendlich muss man ja irgendwas machen, damit die man jetzt nicht erreicht, irgendwie erreichen kann.
Okay, also sollen schon alle auch in die Knie gezwungen werden, sich jetzt auch noch impfen zu lassen, zuletzt? Also wo ist das Problem? Wo ist das Problem, sich impfen zu lassen, wenn man es kann? Also nur vielleicht, wenn man es nicht möchte. Was spricht denn dagegen? Es geht ja letztendlich auch um den Schutz der Allgemeinheit. Ja, aber es geht ja auch darum, dass man selber eine Entscheidung treffen möchte für seinen eigenen Körper und nicht, das ist ein medizinischer Eingriff und dazu soll ja keiner gezwungen werden. Das ist sollte eine persönliche Entscheidung bleiben, eine freie, oder? Ja, wenn man sich gegen Masern zwangsimpfen lassen muss, warum nicht auch gegen Corona? Lasst ihr euch boostern? Ja, ich bin am Freitag geboostert worden. Wow. Okay, und wie war's? Ja gut, also ich habe jetzt nicht so viele Nebenwirkungen gehabt, genau. Und wieso hast du dich schon boostern lassen, obwohl du ja eigentlich noch gar nicht an der Reihe bist? Ich war in der Reihe, weil ich Johnson & Johnson hatte und deswegen konnte ich ganz schnell, ja. Wie sieht's mit dir aus? Lässt du dich boostern? Ja, am Donnerstag habe ich meinen Termin. Ich habe auch Johnson & Johnson bekommen und unser Hausarzt hatte so Booster-Impfungen noch über und deswegen hat er uns das angeboten, dann machen wir das jetzt alle. Aber geht's nicht sowieso weiter? Dann haben Sie sich schon boostern lassen? Nein, ich kann ja erst nach 6 Monaten, also ich hätte dann noch, aber nach diesen Vorschriften kann ich das, nach den Ergebnissen müsste ich nach 3 Monaten mich schon boostern lassen. Ja. Weil das nämlich runtergeht, wir sehen es in Israel, wo auch Kinder schon durchgeimpft wurden. Und die haben trotzdem so hohe Zahlen. Trotzdem. Und in Singapur auch. Und auch Dänemark geht wieder rauf. Die skandinavischen Länder, wo man dachte, so nun sind wir durch mit der Scheiße. Entschuldigung. Aber es. Und würden Sie sich denn dann alle 3 Monate impfen lassen? Ja, ich würde mich nach 3 Monaten impfen lassen. Und ich würde es im Grunde auch den Politikern. Die nächsten 10 Jahre auch? Ja, wenn es 10 Jahre ist, ist wie Pockenimpfung oder Kinderlähmung. Bekannter hatte Kinderlähmung, der leidet bis heute dran. Ist alles gelähmt, sein Arm und so weiter. Und ich sage gerade, da werden ja Erscheinungen treten auf, die gar nicht mehr medizinisch handelbar sind. Die Leute werden schwerst behindert und das den Rest ihres Lebens. Durch Corona? Durch Corona, ja. Okay, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ja, durch Corona wurde in der Zeitung wurde gezeigt, halbseitig gelähmte Geschichten oder eben diese, ja, man schickt sie in Kliniken, wo sie langsam wieder Treppen steigen lernen. Und sind Sie schon geboostert? Nein, noch nicht. Ich bin doppelt geimpft. Aber Sie lassen sich boostern? Ja, auf alle Fälle. Und wie oft? Wenn das jetzt heißt, dann im Januar direkt wieder das nächste Mal? 2 Monate hält es nur oder im April? Also das muss ich mir schon überlegen. Nachher müssen wir uns alle 100 Mal boostern lassen und dann geht es so weiter. Also ich bin 2-mal... Da erleuchten Sie irgendwann im Dunkeln? Ja, das kommt auch noch. Aber es wäre in Ordnung? Das finde ich nicht in Ordnung. Also da muss man einen schon besser informieren. Es hieß ja erst... Masken tragen ist okay, dann kam das Impfen dazu und wenn alle geimpft sind, auch okay. Ist jetzt auch nicht richtig, dann kommt der 3. Peaks, der 4. Peaks. Wo ist da Ihre persönliche Grenze? Ja, ich soll mich auch noch gegen Grippe impfen lassen. Also wenn ich mich jetzt jedes Jahr 10-mal irgendwo impfen lassen muss, dann habe ich schon eine Grenze. Vielleicht hat dann auch irgendwann einfach gar keiner mehr Zeit, um überhaupt noch auf den Weihnachtsmarkt zu kommen. Auch sein, dann werden wir unser ganzes Leben hier noch. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich halte Ihnen die Daumen, dass es trotzdem noch weiter stattfinden kann. Und wenn der dann aufhört, komme ich mal vorbei. Ich esse zwar keine Wurst, aber ja, das macht nichts. Dann komme ich. Auch was anderes. Ja, was Vegetarisches gibt's auch? Ja, haben wir auch. Ja. Echt? Ja, dann komme ich mal vorbei. Eine vegetarische Wurst. Wie oft würdet ihr euch boostern lassen? Ich habe jetzt gerade, ich glaube, gestern gelesen, dass man mittlerweile nur noch 2 bis 3 Monate. Ich glaube, bei Johnson & Johnson ist die Kurve am. Ja. Okay, also würdest du dich jetzt auch in Zukunft ja dann jetzt das nächste Mal irgendwie kurz vor Weihnachten boostern und dann im Januar und so weiter und so fort? Also ich würde erstmal die anderen Leute lassen und nicht jetzt selber darauf. Aber wenn, ja, aber wenn die Spritze quasi da ist und dir das jemand anbietet, würdest du dich dann wirklich alle 4 Wochen boostern lassen? Ich glaube alle 4 Wochen nicht, weil vielleicht liegt man dann auch mal einen Tag im Bett und das ist alle 4 Wochen schon ein bisschen viel. Okay. Wo ist da so eure persönliche Grenze? Keine Ahnung, nicht. Also wenn das jetzt so ein jährliches Fest wird, immer zum Beginn des Jahres oder zum Ende des Jahres und wir damit irgendwie helfen können, dann, keine Ahnung, einmal im Jahr. Ich meine, vor Corona haben sich Leute auch einmal im Jahr die Grippeimpfung gegeben. Aber das sieht ja nicht danach aus, als ob es reicht, das alle 12 Monate zu machen. Also bei Johnson & Johnson ist es ja schon deutlich öfter, dass man es machen müsste. Das habe ich ja auch bei BioNTech bekommen. Man kriegt ja jetzt auch gar nicht mehr Johnson & Johnson ab. Unter 30, die Frauen kriegen sowieso nur noch BioNTech. Das habe ich auch gelesen, dass das zu gefährlich sei, die anderen Impfstoffe. Hat dir das Bauchschmerzen bereitet, dass du das jetzt quasi als Versuchskaninchen bekommen hast und jetzt auf einmal heißt es, unter 30 bitte
nichts anderes mehr, nur noch BioNTech? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe es ja vertragen. Ich lag mehr im Bett als jetzt bei der Boosterimpfung, aber finde ich jetzt nicht so schlimm, nee. Okay, und bei dir? Ich krieg die erst am Donnerstag, deswegen, ich hab die jetzt. Nein, aber fandst du es komisch, als irgendwie in den Medien kam, dass alle Leute unter 30 nur noch BioNTech kriegen sollen und dann wusstest du, oh, ich hab ja was anderes bekommen? Nee, da mache ich mir nicht so Gedanken oder habe ich jetzt nicht so Sorge vor. Ich gehe davon aus, dass die Produkte, die in Deutschland auf den Markt kommen, dass wir da Regularien haben, die wissenschaftlich geprüft sind und die in Ordnung sind, dass es immer mal da Ausschweifungen gibt und jemand damit nicht klarkommt. Das ist, glaube ich, normal. Bei jedem Medikament gibt es halt Nebenwirkungen und sowas, aber das hat mich jetzt nicht beunruhigt, nee. Okay. Weißt du, wie lange normalerweise an so einem Impfstoff geforscht wird, bevor der zugelassen wird? Ich kenne nicht die genaue Zahl, aber ich weiß, dass an diesen SARS Viren schon vor Corona geforscht wurde, genau. Nun habe ich aber gehört, dass Dr. Drosten gesagt hat, dass die Corona-Impfung gar nicht gegen Delta wirkt. Jetzt nehmen wir mal an, einen neuen Booster, der dann gegen Delta wirkt. Aber dann hat sich das Virus schon so weiterentwickelt, dass es schon wieder eine ganz neue Variante gibt. Und dann, wissen Sie, wie ich das meine, dann greift ja auch der Booster gar nicht mehr und dann geht das immer so weiter. Was machen wir denn dann? Ja, dann müssen wir uns immer wieder, auch die Grippeimpfungen werden ja immer wieder angepasst neu und ähnlich läuft es dann auch bei den, wenn wir gar nichts machen, dann explodieren diese Zahlen. Also müssen wir. Also es gibt keine andere Möglichkeit, nur die Möglichkeit der Impfung. Im Moment ja, im Moment gibt es nur, das kann ich nur jedem dringend empfehlen. Und leider sind ja in ärmeren Vierteln, wo Familien in anderthalb Zimmern mit 7 Leuten wohnen, weil sie die hohen Mieten in den Städten nicht mehr bezahlen können, die sind betroffen in Hochhäusern. In Stalzhoop? Stalzhoop oder anderen. Willstedt? Harburg, Wilhelmsburg. Wo es mir so leid tut, dass die Menschen, die es eh schon schwer haben, nun auch von dieser schrecklichen Krankheit besonders betroffen sind. Und da muss eben, man ist ja schon dabei, da die Impfwagen hinzuschicken, aber viel zu spät. Kennt ihr noch irgendwelche Leute in eurem Umfeld, die Impfung noch nicht erhalten haben? Ja. Oh. Und was sind das für Leute? So richtig, haben die einen Aluhut oder was sind das für Menschen? Das interessiert mich. Also, sind einfach unsicher. Also wollen erstmal abwarten, wie es bei den anderen aussieht. Ja, so. Genau. Ja. Also ich bin auch dagegen, Menschen in Schubladen zu packen, ja, hinsichtlich Aluhut oder Querdenker oder wie auch immer. Ich glaube, dass man mit Menschen immer im Gespräch bleiben muss, bei egal welchem Thema. Das ist ein schöner Satz, das würde ich auch unterschreiben. Gut. Und ich finde es auch wichtig, dass man denen nicht Druck macht, weil ich glaube, dann lassen sie sich erst recht nicht impfen. Empfindest du das nicht, was aktuell passiert, schon als immensen Druck, dass man überall ausgeschlossen wird, man darf nicht mehr ins Kino, man darf nicht mehr in Restaurants, in manche, man darf jetzt hier nicht auf den Weihnachtsmarkt. Ist das nicht schon immenser Druck? Also ja, man wird irgendwo ausgeschlossen, aber das liegt ja daran, dass man auch für die anderen eine Gefahr darstellt, auch für die Kinder, die sich noch nicht impfen lassen können. Es ist halt einfach blöd, wenn man sich nicht impfen lässt, weil man es so einfach schneller weitergeben kann. Und versucht ihr die dann ein bisschen ohne Druck zu überzeugen oder denen quasi auch die Angst zu nehmen? Ja, also Angst nehmen auf jeden Fall, aber ich kann ja auch nur das sagen, was ich auch höre, weil ich bin kein Experte. Aber ja, mit denen reden einfach und denen erzählen, wie es einem ergangen ist oder weiß nicht, sowas. Also ich habe nicht so die Angst vor Corona gehabt, noch nie. Aber ich habe auch nicht die Angst vor der Impfung gehabt. Ich sehe es nur als notwendig an, wenn jetzt alle sagen oder die Experten sagen, Impfung ist wichtig, dass ich das dann mache, weil die haben halt die Ahnung und ich nicht. Und habt ihr euch auch schon mal mit kritischen Stimmen beschäftigt? Da gibt es ja auch einige genauso Experten und Mediziner, die die ganze Geschichte aus einem ganz anderen Standpunkt beleuchten. Habt ihr euch damit mal befasst? Also ich habe mir jetzt keine wissenschaftlichen Arbeiten zu dem Thema durchgelesen. Aber also zu der letzten Frage nochmal, da ich glaube, ich habe keine Angst vor Corona, nur niemand in diesem Land. Also klar gibt es Verlierer, so Menschen, die daran erkranken, die daran Familienmitgliedern verlieren etc. Aber also ich lasse mich ja impfen wegen den Menschen, die wirklich davon betroffen sind. Also
in dritte Weltländer, die keinen Zugang haben zu Sauerstoff, die, wenn die erkranken, die vor den Krankenhäusern verrecken, muss man ja leider so sagen. Und wegen denen lässt du dich jetzt hier in Deutschland impfen? Für die, beziehungsweise für die? Ja klar, das ist ja eine global, also wir sind ja, ja nicht mehr, wir können ja nicht mehr solche Themen nur auf Hamburg uns anschauen oder nur auf Deutschland oder nur auf Europa, sondern jedes Thema, das globale Auswirkungen hat und eine globale Pandemie ist halt sowas, genau wie Klimaschutz, ist halt nur zu lösen, wenn wir uns das global auch anschauen und betrachten, also es ist zumindest meine Meinung. Okay, vielen Dank. Danke. Bis dann, tschüss. Ciao. Scheiße, das war ganz gut, ne? Und wir sind hierher gekommen, um die Hamburger zu befragen. Ich muss sie ganz kurz unterbrechen. Ich krieg Nerven zusammen, ich muss das schneiden.